Schauen wir alleine nur auf das Land Berlin als Beispiel. Westkreuz Berlin. 1000 Wohnungen könnten geschaffen werden. Der grüne Baustadtrat will aber lieber eine Grünfläche. Deshalb findet dort keine Bebauung statt. Tempelhofer Feld. Da könnten 4800 Wohnungen geschaffen werden. Grüne und Linke sind dagegen. 4800 Wohnungen nicht gebaut. Elisabeth Aue hier in Berlin-Pankow. 5000 Wohnungen könnten gebaut werden. Auf Drängen der Grünen schließt der Senat das aus. Alleine in Berlin gehen 11000 nicht gebaute Wohnungen auf das Konto der Verhinderer von Bündnis 90 Die Grünen. Und dann stellen Sie sich ganz nach vorne und sagen, ja, wir müssen enteignen. Sie selbst lenken.